Okay, ein neuerlicher Versuch. Was haben wir denn noch so? Der Schmiedehammer ist offenbar ziemlich am Murks, deswegen werden wir wieder auf unseren normalen Stab wechseln. Der irgendwo hier oben sein müsste. Genau, Zauberstab. Bling. Oh, falsch. Das war falsch. Einfach nur Linksklick? Ja, genau. Linksklick ist besser als einfach nur eins drücken. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir vielleicht anwenden könnten? Na gut, einfach. Wir sind viel zu schwach für den ganzen Mist. Verdammt. Na gut. Ich habe mir noch was anderes überlegt. Wir könnten auch, haha, nachdem die ganzen Zauber ja nicht funktionieren, leichte Wundenheilen, mittlere Wundenheilen, großen Feuerstrom, sowas, ja, scheint relativ resistent gegen Magie zu sein, können wir vielleicht versuchen, einen Wolf zu rufen. Und das machen wir direkt jetzt mal. 7. So, haben wir hier einen Wolf. Kommt der mit? Kommst du mit? Ja, du kommst tatsächlich mit. Und schon kommt der Steinwächter auf mich zu und der Wolf attackiert ihn. Wow, so zweit können wir das wirklich schaffen, ist ja geil. Wenn der Wolf vorher nicht stirbt, wohlgemerkt. Ja, jetzt rennt er wieder auf mich zu, wunderbar. Nicht auf den beschworenen Wolf hauen! Ja, genau, attackiere mich! Haha! Wie geil! Ich hab's geschafft! Ich habe es wirklich geschafft! Kreaturen zu rufen ist gar nicht mal so schlecht. Steinwächter, was hast du denn? Bruchstück eines großen Ornamentrings. Ja, genau, das wollte ich haben. Endlich! Ja, endlich habe ich das. Moment. Jetzt kann ich auf die Karte gucken und herausfinden, wo ich das, ich glaube, das letzte Ornamentstück finde. Ach ja, genau, bei dem Hof oben. Ja, so war das. Ja, das ist ja perfekt. Dann auf zum Hof. Ja. Das weg. Und ich glaube, in diese Richtung muss ich wieder. Ach ja, jetzt ist wieder das große Problem. Dass ich mal gucken muss, ob irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Dazu den Feuerball. Boah, auf dem Rückweg sind ja auch irgendwelche Wargs und Heilpflanzen vor allem. Die sind ganz gefährlich, die Heilpflanzen. Ah. Hier ist nix. Da ist nix. Alles gut. Moment. Ich kann diese Pflanze nicht einfach so unaufgehoben lassen. Und dieses Spiel für mich gerade wahnsinnig leise. Moment. Ah, etwas besser. Na gut. Ah, Hintergrundmusik. Das habe ich doch viel lieber ein bisschen mit Musik und Atmosphäre und so weiter. Was ist denn da am Busch? Oder ist einfach nur ein Grafikfehler oder irgendwie so ein Glitch? Nee, ist aber nur ein Stein. Schade. Ich dachte, ich entdecke jetzt hier irgendwelche coolen Geheimnisse, aber nein, so ist es leider nicht. Und immer hübsch auf den Wegen bleiben, das ist mehr oder weniger sicher, in Kaufweg zumindest. Denn im Wald lauern ganz garstige Biester, Wargs und die reißen mich einfach mal so in Stücke. Oh, und die ganzen Pflanzen. Snapperkraut. Wozu brauche ich eigentlich Snapperkraut? Ich würde halt so gerne in die Welt gehen, den ganzen Kram aufklauben, aber dann würde ich wahrscheinlich auch sterben. Weil ich mal zu unvorsichtig bin irgendwann und dann sage, ach, die Pflanze kriege ich noch und die Pflanze kriege ich auch noch und dann sind auf einmal zwei Ork-Krieger da oder sowas und das war's dann auch für mich. Ah! Endlich, da hinten ist schon der Bauernhof. Hier links. Fein. So, haben wir schon drei Ornamente. Ich überlege jetzt ernsthaft, ganz ehrlich, ob ich vielleicht noch so ein bisschen auf Beschwörung umsteige. Also ich habe noch zum Beispiel nichts Blitzmäßiges gemacht. Das könnte ich eventuell auch sein lassen. Feuer habe ich ja schon sozusagen zwei Zauber, die will ich jetzt nicht irgendwie verkommen lassen. Also Feuerpfeil und Feuerball heißt es, glaube ich. Ja, genau. Und ich überlege jetzt, ob ich sozusagen noch auf Beschwörung zum Teil umsteige, weil ich fand den Wolf gerade ziemlich geil. Und das nutzt eben auch mal so eine schöne Mechanik von Gothic aus, dass man sozusagen gegen mehrere Gegner echt ein Problem hat, auch wenn man relativ stark ist. Jetzt will ich doch mal gucken, was. Ah, Degen der Banditen. Ob ich hier vielleicht noch irgendwas vergessen habe oder sowas, oder ob ich hier noch ein bisschen weiterkomme. Ein bisschen Geheimnisse auf. Ah, hier ist wirklich noch was. Was war das? Eine Säge. Ach, na gut. Ah, da unten geht's runter. Na gut, da will ich mal nicht runterfallen. Solange ich noch nicht athletisch bin. Was ich mir definitiv irgendwann zulegen werde, weil Athletik ist echt ziemlich nützlich.
Das verschafft sozusagen die entscheidenden paar Meterchen mehr, dass man daran nicht stirbt, wenn man irgendwo runterfällt. Und jetzt will ich wirklich mal gucken, was hier eigentlich so rechts ist. Hier war doch immer irgendeine Fackel, soweit ich das weiß. Okay, hier geht's nicht rein. War ich hier hinten schon mal? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ein Waran, mehrere Warane. Normalerweise habe ich keine Ahnung, wie ich auf Warane klarkomme. Deswegen, ja, greife ich sie einfach an, wie es halt so meine Art ist. Zack. Voll daneben. Wo ziehst denn du hin, sag mal? Ja, da muss ich erstmal direkt einen Mana-Trank nehmen. Hab ich noch einen? Ja, nicht mehr so richtig viele. Dann werde ich mal ein bisschen Feuerkrams essen. Feuernesseln. Ja. Ja. Ich werde ein bisschen haushalten müssen hier mit den ganzen Mana-Krams. Ich muss das wirklich mal lernen, Tränke zu brauen, also Mana-Tränke. So, jetzt aber. Ja, genau, das geht. Eins. Ich fände es übrigens nicht schlimm, wenn du mal auf den Varan zielen würdest, nicht mal auf irgendwas anderes. Lauf, junger Freund! Und lauf am besten nicht in die Sackgasse. Aua. Ah ja, die Varane haben sich auch mal abreagiert. Perfekt, gut. Dann bisschen was zu trinken. Für mich. Oh. Und lauf! Den Nahkampf gewinnen wir sonst nie. Ja, lauf einfach. Da waren doch mal etwas zu nah dran. Verdammter Mist. Kommt ihr mit über die Brücke? Los, bleibt hängen, ihr Drecksviecher! Ach so, da kommt automatisch noch ein bisschen auf mich zu. Okay, so ein bisschen bedrohlich. Okay. Na gut, dann werde ich erstmal hier eine Runde pennen. Das ist gar nicht mal so dumm. Dann ist der Mana gleich wieder aufgeladen. Dann kann ich die beiden Varane wahrscheinlich auch erledigen. Wenn uns das Spiel mal den Gefallen tun würde, auch wirklich mal auf die Varane zu zielen und nicht irgendwie immer so ein bisschen da drüber. Ich habe keine Ahnung, ob das der Fall ist. Vielleicht sind die einfach zu flach und die Feuerbälle flutschen so drüber hinweg. Könnte aber auch einfach nur Schwachsinn sein, den ich erzähle. So. Leg dich mal hin in das nahezu texturlose Bett und bis zum nächsten Morgen schlafen, während ich einen Kaffeeschluck trinke. Ah, wundervoll. So, ihr Warane. Ich meine, ihr seid jetzt schon wieder da oben auf der Klippe irgendwo. Aber wenn es nur Warane sind, also in Anführungsstrichen nur, die sind ja schon ganz schön eklig für mich, dann könnte ich vielleicht mal gucken, was da sowieso oben ist. Vielleicht gibt es irgendwas Geiles, irgendeine geile Truhe, die ich wahrscheinlich nicht öffnen kann, weil ich immer noch nicht Schlösser knacken kann. Etwas schade. Na gut. Ja. Nee, ist nur Holzscheit. Ich dachte, wäre ein Pilz, den ich direkt hier in den Lagerfeuer vergessen hätte, aber das ist. Nee. Pilze vergesse ich doch nicht. Wie könnte ich? Ach so, alles gut. Man ist mal geneigt, sozusagen in diese Sackgasse hier vorne reinzulaufen, aber das ist auch ein bisschen dumm. So, noch ein Varan. Und Varan Nummer 2. Dich kann man ja schon mal töten. Dich da hinten interessiert das gar nicht. Perfekt. So, erstmal gucken. Hier ist ja schon mal scheinbar einiges zu Bruch gegangen. Okay, aber was können wir denn jetzt hier finden? Wir haben den ersten Berggipfel praktisch für uns eingenommen. Perfekt. Das ist immer ein besonderes Erfolgserlebnis für mich in der Gothic. Obwohl, ganz oben sind wir noch lange nicht. Ich nehme mal, da oben haust irgendein Golem oder irgendwas anderes Schlimmes. Hier euch ein Wasserfall. Okay. Wir bräuchten mal Geländer im Prinzip. Am besten ich speichere kurz mal zwischen. Bevor ich irgendwie von irgendwas Schlimmem erledigt werde. So, was ist da unten? Da unten ist nichts. Hier haben sich wahrscheinlich die Banditen formiert damals, um dem Händler aufzulauern. Kommt man hier hoch? Ja, kommt man. Perfekt. Ach, ich mag es irgendwie in Gothic zu klettern. Natürlich stirbt man dabei irgendwie alle 5 Sekunden, aber hey. Ach, da oben kann man nicht hin. Aha.
Kommst du da runter, ohne zu sterben? Ja, das ist gut. Ja gut, dann scheint hier wirklich nicht viel mehr zu sein. Dann werde ich aber mal gucken, was hier zu plündern gibt. Oder ob es überhaupt noch irgendwas gibt, was verblieben ist. An diesem verbrannten Haus. Ah, eine Höhle. So, eine Truhe. Mit Schloss natürlich. Oh, ist das furchtbar. Ein Apfeltabak und irgendwelche Tränke. Trank, Kohle. Laborwasserflasche, das ist gut. Eine Zange, ist mir egal. Noch ein Trank. Pech, Gold. Natürlich schön alles einzeln. Okay. Was ist denn irgendein besonderer Trank oder was aber nur irgendein Trank? Elixier Geschicklichkeit, das hat man schon mal, glaube ich. Weiß auch rum, echter Seemannsgrog, ach, war wahrscheinlich einfach nur so ein Heiltrank. Ja, warum nicht? Habe ich auch schon verbraucht, als ich hier das eingenommen habe. Ein rostiges Schwert. Noch jemand? Du bist auch gestorben. Geh mal ins andere Haus mal rein. Oder überhaupt mal ins Haus. Das andere wäre gerade die Höhle. Eine rostige Axt. Mein Gott, wie lange liegen die hier schon? Aber es ist, dampft noch das Holz. Also so lange können sie eigentlich noch gar nicht liegen. Dass sie schon verwest sein könnten oder sowas. Du hast nichts außer Kohle. Ha, super. Ich nehme an, Kohle gibt's hier genug. Geh mal rüber. Ich muss irgendwas Schönes noch geben, weil ich nehme an, in der Truhe ist irgendwas total Geiles drin, aber ich kann es nicht nehmen, weil ich kein Schlösserknackentalent habe. Also mal, hier kann man ja richtig geil auf die Stadt gucken. Meine Güte. Hat was. So, wo kommen wir denn hier lang? Wahrscheinlich zu unserem Tod. Erstmal eine Nische, wo wahrscheinlich nichts ist. Ja, natürlich ist hier nichts. Toll. Ach, Nischenklapperei. Ja, hier könnte man wahrscheinlich relativ gefahrlos irgendwie halbwegs runter, aber bis ganz da unten werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Also, ja, war ein bisschen unspektakulärer, als ich dachte. Schade eigentlich. Das einzige Spektakulärere sozusagen war, dass wir mal gegen Varane gekämpft haben, die wir seit Grafik 1 nicht mehr gesehen haben, glaube ich. Und auch nicht mehr besiegt haben seit Grafik 1. Und sie sind genauso beknackt wie auch schon damals. Also sind relativ schnell, greifen relativ schnell mit starken Angriffen an und ja, reichen einen praktisch nieder. Anders kann man es ja kaum sagen. Aber ich überlege, die 10 Punkte für Schlösser knacken, das ist echt ganz schön viel. Natürlich kriegt man dafür davon ziemlich viele geile Gegenstände und sowas alles. Aber das ist eigentlich, glaube ich, etwas wichtiger für oh, der Friedhof, stimmt ja. Das ist etwas wichtiger eigentlich eher für Krieger oder sowas oder für Drachenjäger, wie sie dann später, also andere, also sozusagen für Paladin und Drachenjäger. Weil die können dann irgendwelche besseren Waffen finden und sowas alles und das ist für die schon nicht schlecht. Während ich das alles nicht so unbedingt brauche. Also ich kriege, was das Einzige, was ich vielleicht bräuchte, wären vielleicht irgendwelche permanenten Tränke und sowas. Ich werde es mir überlegen. Also noch bin ich eigentlich eher auf der Suche nach besseren Zaubern und mehr Mana und sowas alles. Und ich überlege gerade, Moment, ich habe, wie viele Randpunkte? 10 oder sowas, ne? 14 habe ich. Ob ich jetzt sozusagen noch einen Runenstein opfere, ich müsste noch einen leeren Runenstein haben, muss ich gerade mal gucken, um eine Beschwörerfähigkeit zu lernen, weil das ist gar nicht mal so dumm, habe ich gerade festgestellt. Also bei den Steinwächter. Habe ich noch einen leeren Runenstein? Bestimmt habe ich das noch. Ach, dieses schöne übersichtliche Menü. Aquamarin ist kein leerer Runenstein. Kohle ist auch kein leerer Runenstein. Aber leerer Runenstein ist ein leerer Runenstein. Ja, Mensch, perfekt. Ja, ich glaube, da werde ich jetzt einfach mal eine Beschwörerfähigkeit lernen. Oh, eine Feuernessel. Hui, dankeschön. Oder warte mal, wie viel habe ich noch? Wie viel brauche ich bis zum nächsten? 4000 etwa. Oh. Scavenger. Dann werde ich das wahrscheinlich wieder gesondert machen. Ich weiß, ich entscheide mich ungefähr alle 5 Sekunden um. Aber es ist gar nicht mal schlecht, denn ich werde einfach noch ungefähr 4000 Erfahrungen sammeln. Dann genug Lernpunkte wahrscheinlich haben, um mir A, Mana-Tränke selbst beizubringen. Und B, ja komm her. Kreaturen beschwören, mir selber beizubringen. Den zweiten brauche ich auch noch. Eigentlich brauche ich sowieso noch zig davon, um eine Stufe höher zu kommen. Aber gut. Dann wieder klein anfangen. Nichts zu holen. Ja, ich weiß, ich habe es gerade geplündert. Wo geht's runter zum Hof? Also nicht zu Akils Hof, sondern zum großbäuerlichen Hof. Was war denn das? Mein Gott, ich muss jetzt schon auf die Karte gucken. Ich bin hier so oft und muss auf die Karte gucken. Ja, diesen Weg runter und dann nach links. Das ist doch okay.
Obwohl es ein bisschen so aussieht, als wäre es. Ach, ist doch egal. Nee, komm, ich laufe jetzt hier runter. Zur Gefängniskolonie. Wurscht. Ich komme da schon rüber. Ach, hier waren noch mal 20.000 Lurker, waren die doch, genau. Und ihr seht, der See von oben. Ja, ja, so war das. Konnten wir gleich hier runterspringen? War das so? Oder würde man da sterben? Ach, wisst ihr was? Todesmutig wie ich bin, werde ich zwischenspeichern und das probieren. Na komm. Yippie! Oh. Oh, ho, 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 ho. Ja, natürlich, völlig ohne Zweifel bin ich ja durchgekommen. Gar kein Problem. So. Auf zum nächsten Steinwächter. Und auf zum nächsten Kaffeeschluck. Ah. Oh, ich muss die Folge bald mal beenden. Oh, na gut. Bisschen geht ja noch. Ja. Muss echt super sein, durch diese brackige Brühe zu schwimmen. Wie viel Mana habe ich denn noch? Jetzt wollte ich wieder sagen, Chor. Ich habe gestern den ganzen Tag Chor gespielt, deswegen wie immer noch auf Chor-Begriff aus. Und in Chor habe ich die ganze Zeit Mana gesagt, das ist furchtbar. Übrigens habe ich gar nicht mehr so viel Mana, das ist ein bisschen doof. Gerade an Betracht des nächsten Steinwächters. Dunkelpilz, Dunkelpilz. Keine weiteren Dunkelpilze. Na gut, dann werde ich jetzt eine Runde schlafen gehen, wenn ich schon mal hier bin. Lohnt sich ja auch. Wir sind ja auch bei Freunden hier. Also, naja, eigentlich nicht bei den beiden nicht, aber den Typen, den... Wer war das? Errol oder so? Der Händler. Den haben wir ja geholfen. Und er hat uns auch geholfen. Hat uns, glaube ich, einen Starker mehr gegeben. Indem er uns gesagt hat, wie er mal richtig hart zuschlägt. Der alte Schläger. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ah, schön. Oh, wie praktisch. Errol, hast du eigentlich irgendwas Schönes zu verkaufen? Hey, du. Ja, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist... Ja, ich weiß, dass es nicht groß ist. Du hast Heiltränke, die sind mir eigentlich egal. Edles Bastardschwert. Eine Streitaxt fände ich natürlich ziemlich geil persönlich, aber es nützt mir gerade nichts. Amulett der Kraft. Ja, nett für Krieger. Ring der Eisenhaut, das gleiche nochmal. Fellketterich. Nehme ich dreimal mit. Feuerkraut. Mana-Bonus. Ja, komm, nehme ich mal mit. Denn ich habe nicht mehr so viel Mana-Zeugs. Ich glaube, keinen einzigen Mana-Trank mehr, oder wenn überhaupt nur einen. Oder ganz große, je nachdem, die will ich ja nicht verbrauchen. Ich kenne sowas. Ja. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, diesen Knopf habe ich ja schon mal gedrückt. Es war kein besonders erhebender Moment für mich, aber ich habe es getan. Und ich werde es nochmal tun, und zwar in der nächsten Folge. Bis gleich.